Wow. Aber okay. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Den Selbstmord mal außen vor. Reinste Poesie. Ich habe immer noch das Bild in meinem Kopf, wie beide spielen, während die Mutter im Hintergrund steht. Das Messer in der Hand. Alter, ich bin zu Tränen gerührt. Ned und Ted, ne? Ich feiere die beiden so. Ich habe hier noch einen Brocken gefunden. Oh Mann, dieser Mixer ist wirklich klasse. Ja, ich habe mir gerade selber einen übers Internet bestellt. Etwas mehr Respekt, bitte. Ich bin sicher, er wusste nicht, was er tat. Das wusste er ganz genau. Das hier ist eindeutig Selbstmord. Aber wie ist das möglich? Junge, wir wissen, was wir machen. Und wie könnt ihr euch so sicher sein? Erstens, das Spritzmuster an der Wand. Schau dir den Winkel an. Da sieht man ganz genau, dass er es selber war. Hat sich nach und nach in den Mixer geschoben. Aber hast du nie Dexter gesehen? Wir sind ein bisschen wie er. Alter, so kannst du das doch nicht sagen. Wir sind keine Psychos. Und wie hat er das ganz allein hinbekommen? Junge, es gibt eine Menge technische Details, die du nicht verstehen würdest. Aber der beste Beweis ist doch immer noch der Abschiedsbrief, den er geschrieben hat. Oh, aber was, wenn ihn jemand dazu gezwungen hat? Glaub ich nicht. Glaubst du nicht? Nein, hauptsächlich, weil er ein Handyvideo gemacht hat. Und was für ein Handy das war. 600 Megapixel Kamera, 6G, dreifach 3D, Multitouchscreen. Ist ja gut. Schon geil. Habt ihr irgendeine Ahnung, was passiert ist? Das Video gibt nicht viel her. Ist nur Blut und Gemetzel. Aber wenn man sich den Brief so ansieht, merkt man deutlich, dass er ein sehr unsicherer, trauriger Mann war. Was, bist du jetzt etwa auch ein Seelenklempner? War nur meine Meinung, Sergeant. Konzentrier dich einfach auf die Fingerabdrücke. Es ist vielleicht eine blöde Frage, aber wisst ihr, ob er leiden musste, bevor er starb? Ja, er hat schrecklich gelitten. Der größte Teil des Videos ist herzzerreißendes Schreien. Aber mein Lieblingsteil ist, wenn der Schock einsetzt und er anfängt, My Way zu singen. Was? Wow. Darf ich das mal sehen? Nein, darfst du nicht. Schluss mit dem Rumgealber, Ladies. Das hier ist eine ernste Sache und ich werde ihr auf den Grund gehen. Matthew Griffin war nicht der Typ für plötzlichen Selbstmord. Irgendwas übersehen wir. Ich glaube, ihr Trenchcoat stellt Checks aus, die ihre Expertise nicht bezahlen kann. Ah ja. Ich sehe, ich lag nicht falsch, was dich angeht. Du bist die Sorte Müll, die ich gern recycle. Schluss mit den Spielchen, Senorita. Das geht für dich mächtig schief. Wenn wir diesen Typen jeden Montag ertragen müssen, ne? Oh, er geht mir so auf den Sack, ey. Dieser Charakter. WTF. Ich muss dann mal. Kann ich dann bitte gehen? Sie haben meine Nummer, also wenn Sie was brauchen, rufen Sie einfach an. Hey, warum so eilig? Sehen Sie, ich habe noch mehr Leute in den Selbstmord zu treiben, Beweise, die ich vernichten muss. Ich bin echt beschäftigt. Du nimmst das hier einfach nicht ernst, Kleiner. Das wird dir noch leid tun. Sie rauchen so viel. Haben Sie mich gerade Kleiner genannt? Mir kommen die Tränen. Ach nee, mir wird nur schlecht. Raus hier, Kleiner. Aber bleib in der Stadt. Wir brauchen dich hier vielleicht nochmal. Ich werde sehnsüchtig auf mein Telefon starren wie ein verliebtes Highschool-Mädchen. Das gefällt Ihnen doch, oder? Raus hier! Jetzt! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Mensch. Was zum Geier ist hier los? Ist das so eine Art Witz? Wenn ja, dann kapiere ich ihn nämlich echt nicht. Okay, erstmal die Fakten. Ich erlebe denselben Tag nochmal. Ich war nie ein Vorzeigeschüler, aber ich glaube, das sollte nicht passieren. Jedenfalls nicht um diese Zeit im Jahr. Dazu kommt, ich bin der Einzige, dem das klar zu sein scheint. Außer dem Penner. Also habe ich den Verstand verloren? Meine Mom hat immer gesagt, wenn ich zu lange dieses Spiel mit dem italienischen Klempner spiele, macht es mir das Gehirn kaputt. Aber ich hätte nie gedacht, dass es wirklich mal passieren würde. Aber trotzdem, ein paar Sachen, die ich gestern gemacht habe, blieben unverändert. Ich habe immer noch das Geld von Mel. Und die Feuerleiter ist auch noch kaputt. Das ist echt seltsam. Vielleicht ist der dämliche Ring der Schlüssel. Ich glaube, ich muss Könnte sein. Hey, sieh mich nicht so an. Wir kriegen das schon hin. Okay. Ja, also einige Taten, die wir machen, bleiben da. Also bleiben bestehen, wie das mit der, mit der Feuerleiter zum Beispiel. Aber Gespräche oder so, oder Leute, die wir treffen, mit denen wir reden, die erinnern sich nicht weiter. Okay, das ist gut zu wissen. Ich glaube, hier hinten hatten wir nichts, was sich einsammelt. Nee. Ich glaube nicht. Aber Elaine. Hey, wie läuft das Geschäft, Elaine? Ach, ganz okay.
nicht viel zu tun gerade. Ja, würde sogar sagen, gar nichts. Naja, wenn du vielleicht nicht den nikotinabhängigen Affen gestern hier losgelassen hättest, hätte ich vielleicht ein paar Gäste. Der hat die ganze Nacht damit verbracht, mit seinen Fäkalien zu werfen. Und eine Menge meiner Stammkunden haben geschworen, dass sie nie wiederkommen. Ein nikotinabhängiger Affe? Naja, wie auch immer. Wenn die Leute wegen so einer Kleinigkeit nicht mehr herkommen, heißt das nur, dass sie nie wirklich loyale Kunden wie ich waren. Genau. Denk immer daran. Ja, okay. Hey, irgendwas ist anders an dir. Hast du mehr Zähne als sonst? Oh, das ist dir aufgefallen? Ja, tatsächlich. Ich fühle mich heute richtig wohl. Ich meine, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich hübsch. Als ob die ganze Welt mir gehören würde. Naja, wir wollen's mal nicht übertreiben. Oh. Oh. Ich weiß gar nicht, was ich hier wollte. Bis dann, Elaine. Ja, alles klar. Schüssel mit Maisresten. Okay. Hey, was geht, Padre? Oh, krass. Man kann's kaum glauben, dass Sie noch am Leben sind. Wie sind Sie entkommen, nachdem Sie den Russen bei diesem Billardturnier in die Falle gegangen sind? Aha. Na los, Pater. Sie müssen sich wirklich nicht für Ihre außergewöhnlichen Leistungen schämen. Wissen Sie noch, wie Sie diesen 8-Ball-Typen fertig gemacht haben? Sie hatten Handschellen an und haben trotzdem gewonnen. Sie haben mit dem Angeber den Boden aufgewischt. Gespräche gewollt. Wir haben schon einiges zusammen durchgemacht, oder? Hey, wissen Sie noch das Spiel gegen Lincolns Geist? What? Oder das eine Mal, als wir nach Japan geflogen sind und diese Yakuzas an ihrem eigenen Tisch geschlagen haben? Wollen Sie gar nichts sagen? Wirklich gar nichts? Ha? Huh, ich glaube nicht, nee. Pooltische sind auch nicht mehr, was sie mal waren, ha? Die Tuchqualität ist einfach miserabel. Oh, das Holz. Davon will ich erst gar nicht reden. Was soll das sein? Billiges Ahorn? Jämmerlich. Sie müssen nichts sagen, wenn Sie nicht wollen. Ich glaube, er will nicht. Genau. Eines Tages finde ich Ihre Augenfarbe heraus, Pater. Blau? Sie sind blau, oder? Wenn Sie blau sind, zwinkern Sie. Moment, nein. Das macht keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Okay, Sie wollen nicht über Ihre Augen reden. Schon verstanden. Aber ich weiß, dass Sie blau sind. Immer das letzte Wort haben. Hat Ihr Stillschweigen irgendeine logische Grundlage oder ignorieren Sie mich einfach? Moment, ich weiß, was hier vorgeht. Jetzt erinnere ich mich. San Francisco bei den Staatsmeisterschaften. 8-Balls Stiefsohn war da und wollte Rache nehmen. Sie haben ihn mit nur 3 Stößen geschlagen und einen Mob statt eines Kös benutzt. Das war so cool. Jo. Egal, worauf ich hinaus wollte, ist, dass sie den Sieg mit einem daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea gefeiert haben und soweit ich mich erinnere, hat es ihnen die Sprache verschlagen. Das ist es, oder? Und das hält bis heute an? Definitiv. Verstehe. Hätten Sie gern noch einen? Sie wissen schon, einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea. Das ist ein Ja, oder? Ha, Sie, alter Fuchs, Sie. Holen wir. Okay, ich besorge Ihnen einen, so schnell ich kann. Schaffen wir. Ja, laufen Sie nicht weg. Okay. Wiederhin. Kann ich einen daiquirisierten Royal Mai Tai Iced Tea haben? Randall, haben wir uns nicht darauf geeinigt, dass ich dir und Matt keinen Alkohol mehr unter der Woche verkaufe? Echt? Darauf haben wir uns geeinigt? Du nicht, aber das ist mir egal. Ich hab dir gesagt, ich habe keine Lust mehr, eure Sauerei sauber zu machen. Und ich glaube, der einzige Weg ist, euch den Handig zu machen. Zumindest unter der Woche. Ach, wie kannst du nur so selbstsüchtig sein, Elaine? Echt mal, ey. Nicht für mich, der ist für Pater Roy. Der alte Kauz hat vom vielen Reden einen ganz trockenen Hals bekommen. Sehr witzig, Randall. Ja, das höre ich öfter. Von meinem Boss, meinem Vermieter, den Cops. Jeder liebt mich. Eindeutig. Aber sie macht uns wirklich ein. Hier ist dein Cocktail. Und sag Pater Roy, er soll nicht so viel sabbeln. Machen wir. Ja, lustig, oder?
Hast du keine alkoholfreien Drinks? Oh, na klar. Ich habe gerade erst eine Lieferung feinsten alkoholfreien Fruchtlikör reinbekommen. Fruchtlikör? Willst du mal probieren? Die sind echt lecker. Der nüchterne Randall stimmt widerwillig zu. Und schätzt dich glücklich. Wenn der betrunkene, böse Randall hier wäre, hätte er dir das Zeug ins Gesicht gespuckt. Oh, Randall. Oh. Du bist schon eine Nummer. Willst du probieren oder nicht? Okay, lass mal sehen, wie so ein nicht-alkoholisches Getränk schmeckt. Papaya. Okay, versuchen wir mal Papaya. Fühlt sich komisch an, was zu trinken, das einem nicht den Hals wegätzt. Mango. Mango-Likör. Bin neugierig. Ja, ich auch. Warum ist der grün? Warum ist Mango-Likör... Warum? Der wäre süßer. Müsste nicht irgendwie orange oder so sein, eher in der Richtung? Oder verwechsel ich jetzt was? Ist irgendwie wie Limonensaft trinken. Habe ich mir schon gedacht. Guave. Ich weiß nicht mal, was das sein soll. Musst du auch nicht, Randall. Und wonach das genau schmeckt, kann ich auch nicht sagen. Mit so einem Namen muss es ja echt gut sein. Na, klar. Ist es aber nicht. Dachte ich mir. Passionsfruchtlikör? Sowas gibt's? Scheint so. Und schmeckt scheiße. Ich hasse Kiwis. Was soll's. Okay, Kiwi-Likör hasse ich jetzt auch. War zu erwarten, oder? Macadamia-Likör. Warum nicht? Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist super. Okay, Macadamia schmeckt ihm. Elaine, Guarana-Likör. Hopp, hopp. Boah. Ganz tolle Wahl, Randall. Guarana, wie es aussieht, nicht. Litchi-Likör, okay, her damit. Lecker und exotisch. Ein bisschen wie June. Okay. Macadamia und Litchi bisher. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Ich probier mal den Zimtapfel. Das klingt nicht so geil. So Zimtapfel? Hey, gar nicht übel. Okay. Der Name ist nur ein bisschen irreführend. Dann schmeckt es doch schön. Gib mal was von dem Kokosnusslikör. Naja, ich finde, alle sind irgendwie lecker. Ach ja, das macht dann $380. Was? Was? Willst du mich verarschen? Oh, na toll. Jetzt muss ich mich neu schminken. Du benutzt Make-up? Warum sagst du sowas? Warum verlangst du plötzlich 400 Piepen von mir? Ich nur. Ich hab nie gesagt, dass die Drinks umsonst wären. Ich hab nur gefragt, ob du sie mal probieren willst. Doch, das heißt umsonst. Randall, du weißt, ich mag dich. Sehr sogar. Aber ich kann dich nicht einfach gehen lassen, ohne dass du zahlst. Die Flaschen waren sauteuer. Ich kann wegen dir nicht noch mehr Geld verlieren. Du hast Glück, dass ich mir irgendwie schäbig vorkomme, weil ich dir ins Gesicht gespuckt habe. Und du hast auch Glück, dass ich mehr Kohle habe als Richie Rich. Hier. Danke. Und jetzt entschuldige mich kurz. Ich muss mein Gesicht wieder hinkriegen. Du solltest vielleicht in ein paar Addings investieren. Du siehst gar nicht so schlecht aus, wenn es dir dein Gesicht nicht immer verderben würde. Randall! Oh, so gemein. Bist du echt gemein. Nicht nur manchmal, fast immer. Wir gehen erstmal auf Toilette. Warum sind denn die Likörs so teuer? The fuck? Okay. Fertig? Fertig. Verdammt richtig. Ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Und? Elaine, lass das. Du brauchst kein Make-up. Siehst du? Manchmal bist du echt nett. Ja, das war's nicht, was ich sagen wollte. Weißt du, eigentlich... egal. Manchmal ist er nett. Wieso ist dieser blöde Likör so teuer? Kennst mich doch. Bei mir gibt's nur das Beste. Warum machst du dann nicht mal was mit deinem Gesicht? Hör schon auf, Randall. Die Liköre sind vom Feinsten.
Wie viele Bars kennst du, die Macadamia-Schnaps haben? Nur Paddy's. Aber ich glaube, die haben mich abgezogen. Ich seh's nicht gern, wenn du in andere Kneipen gehst. Oh. Oh. Und seh dein Gesicht nicht... Was? Und seh dein Gesicht nicht gern. Die Welt ist eben nicht perfekt. Naja, wenn dir das nicht gefällt, müssen du und deine Nase wohl damit leben. War nur Spaß. Das hier ist die einzige Bar, wo ich Hundekämpfe im Hinterzimmer ausrichten kann. Was? Keine Sorge, das sind nur süße kleine Chihuahuas. Schluss jetzt, Randall. Ich weiß nicht mal, ob du es ernst meinst oder nicht. Und das macht mir etwas Angst. Ja, das glaube ich dir. Elaine, auf der Toilette sieht's aus wie auf Burano. Du weißt schon, überall Wasser und Farben. Ach komm schon. Ist Zielen wirklich so schwer? Du bist doch nüchtern. Hasse das Spiel, nicht den Spieler. Das habe ich nicht verstanden, glaube ich. Egal, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich sagte dir doch schon, es macht keinen Sinn, Make-up zu tragen. Oh, Randall, du warst so nett und jetzt fängst du plötzlich wieder an, Witze zu machen. Also zunächst mal, das war kein Witz. Und zweitens, ich war nie nett zu dir. Nicht ein einziges Mal. Das bildest du dir nur ein, genauso wie du dir einbildest, dass alle deine Makel mit Make-up zu überdecken sind. Okay, das reicht. Lass mich allein, Randall, bitte. Tut mir leid. Das war nur ein Scherz. Haha, ich wusste es doch. Du liebst mich, Randall Hicks. Und das weißt du auch. Natürlich. Ja. Wenn dich das glücklich macht und ich weiter Tiere mit in die Bar bringen darf, dann gewinnen wir alle. Na sicher. Moment, was? Tiere, Elaine. Tauben, Koalas, scheiße werfende Affen, das Übliche. Und natürlich Matt. Das giftigste, tödlichste Tier der Welt. Oh. Randall. Ach, egal. Ach, egal. Ob man jetzt beschäftigt ist oder nicht, der Kunde ist König. Nicht, wenn dieser Kunde mich immer nur Geld kostet. Meinst du mich? Ich bin nämlich ein echt sensibler Typ, weißt du? Ja, ja. Da ist ein großer Spiegel auf dem Männerklo, wenn ich mich richtig erinnere. Und? Naja, ich dachte nur, es wäre einfacher für dich, wenn du einen größeren Spiegel benutzt. Ich weiß nicht, ob ein kleiner das Richtige für dich ist. Randall, ich habe langsam keine Lust mehr auf deine Scherze. Okay, okay. Ich wollte nur sagen, dass es da drin alles andere als schön aussieht. Und das wird nicht besser, wenn man nur hinter der Bar rumlungert und sich schminkt. Ist ja gut. Stimmt. Ich mach die verdammte Toilette sauber. Aber dann musst du mir auch einen Gefallen tun. Einen Gefallen? Ich? Komm schon, Randall. Alles, was ich will, ist, dass du den Müll von gestern rausbringst. Ach so. Immerhin ist das meiste davon eh von dir und deinem Nikotinaffen. Na gut. Aber nur, weil ich die Männerklo auf den Boden pinkeln durfte. Das habe ich dir nie erlaubt. Willst du wetten? Schau es dir an. Oh Gott. Hier ist der Müll. Bring ihn einfach nach draußen in die Gasse. Okay. Roger. Nehme den Müll und bring ihn in die Gasse, Leute. Müll in die Mülltonne. In den Müllcontainer. Heilige Scheiße, du blöder Penner. Ich hab mich fast nass gemacht. Du solltest besser auf der Hut sein, Junge. Antizipiere die Antizipation. Jeez, das zählt nicht mal als billige Sci-Fi-Weisheit. Komm schon, die Antizipation antizipieren? Wo hast du denn den Scheiß her? Aus dem Ninja-Comic? Wenn Intrigen und Furcht mit dem Einfallsreichtum eines Menschen zusammentreffen, kann das Ergebnis sowohl unumkehrbar als auch erschreckend sein. Okay, schon besser. Alles klar, neue Gasse. neue Gasse, was? Gefällt mir, schön weit weg von meiner Wohnung. Ich bin nicht umgezogen, ich musste mich nur um eine Kleinigkeit kümmern. Was? Um eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das genauer wissen will, aber... Was hast du da hinten gemacht? Ich weiß alles. Und glaub mir, das willst du nicht wissen. Ja, ich glaube dir. Und ich sehe, du trägst keine Hose. Oh also, Gott. Vergiss es. Sag's lieber nicht. Gibt es einen Grund, warum du hier so auftauchst? Muss ich mir Sorgen machen? Solltest du. Du solltest dir schon Sorgen gemacht haben, als du das erste Mal Hand an diesen Ring gelegt hast. Gott, geht das wieder los. Genug von dem Ring, okay? Ich versuche hier schon, das wieder gerade zu biegen. Das wird nicht funktionieren. Ich sagte dir doch, dieser Ring möchte nicht gefunden werden. Er hat seinen eigenen Willen.
Oh, glaub okay. mir, ich reiß mir den Arsch auf, um ihn wiederzubekommen. Sag jetzt nicht, dass das alles umsonst war. Okay, werde ich nicht. Aber so ist es nun mal. Okay. Ich bin gerade irgendwie in Eile, also mach's gut. Okay, bis dann. Bis dann.